Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV zur MotoGP-Analyse von Texas. Jo, Freunde, das war halt diesmal leider kein besonders spannendes Rennen. Das Spannendste ist gewesen, dass den Marc Marquez, der die Pole Position herausgefahren hat, auf den vierten Startplatz verbannt haben, weil er den Maverick Vinales im Qualifying bei seiner schnellen Runde behindert hat. Ich hab das gesehen, das Training. Ich meine, na, was hätte er da machen sollen? Aber egal, jetzt haben sie ihn halt dort nochmal zurückgesetzt. Und ich habe jetzt dort, also bei dieser Zurückversetzung, habe ich fast das Gefühl, na, das haben sie jetzt halt gemacht, diese Offiziellen, weil sie halt wahnsinnig viele Rossi-Fans aufgeregt haben, dass er halt im letzten Rennen so unfassbar unfair gefahren ist und so verantwortungslos gefahren ist. Jetzt haben sie mir halt noch eine draufgegeben. Und ich meine, es ist auch so gewesen, dass wie der Marc Marquez diese Pole Position außergefahren hat, also das schnellste Qualifying gefahren hat, haben sie schon auch in Amerika von der Tribüne mörderisch gebuht. Und ihr wisst es mittlerweile eh, mir geht das Buhen unfassbar auf die Nerven, mich bockt das eigentlich in Wirklichkeit nicht. Und bei meiner letzten Analyse ist es auch so gewesen, dass natürlich sehr, sehr viele, ja, sie irrsinnig aufgeregt haben über diesen Marc Marquez. Und wenn dieses Aufregen, also ein gewisses Maß an Polemik erreicht, na dann überließ ich das. Aber es hat auch relativ viele Leute gegeben, die ich kenne und von denen ich sehr viel halt, die irgendwie gemeint haben, dass das einfach zu weit gegangen ist, wie der Marquez da gefahren ist und dass das wirklich verantwortungslos ist und dass man auf seine Rennfahrerkollegen, die ja quasi spielen ja alle im gleichen Spiel mit, dass man auf die schon ein bisschen mehr Acht geben muss und nicht einfach dort wie der Mordbrenner von Arkansas durchs Feld pflügen kann. Und das habe ich dann eigentlich verstanden. Ich meine, es ist nach wie vor so, dass mir halt so diese extremen Rennfahrer, diese kompletten Freaks, na, die taugen mir halt. Das finde ich großartig. Und es stimmt aber, dass natürlich jetzt diese Fremdgefährdung eigentlich nicht sein soll. Das ist klar. Das soll eigentlich nicht sein. Und insofern habe ich dann diesen gemäßigten Kritikern, den habe ich natürlich viel besser zuhorchen können oder das habe ich mir viel besser durchlesen können und das dann auch für mich eigentlich adaptieren können, dass ich das genauso sehe. Und heute ist so gewesen, ich meine, jetzt haben sie ihn halt auf den vierten Startplatz zurückversetzt, ich meine, der ist trotzdem, der war einfach eine Klasse für sich. Also Marc Marquez und Honda in Texas, na, das schaut aus, wie wenn es ziemlich ein unschlagbares Team wäre. Und heute ist auf alle Fälle so gewesen, was dem Rennen dann wirklich die Spannung genommen hat. Und es ist ja nicht nur so gewesen, dass der Marquez auf und davon gefahren ist und halt immer so, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Sekunden vor dem zweiten war. Und der zweite ist eine lange Zeit gewesen, der Andrea Iannone auf der Suzuki. Was, es war natürlich ein Highlight, dass diese Suzuki jetzt richtig marschiert und dass der Iannone jetzt offensichtlich dort im Team irgendwie sie wohler fühlt und nicht immer an sein Ducati denkt, sondern dass er dort jetzt halt richtig bei der Sache ist und auch sehr gut damit zurechtkommt. Das war eigentlich sehr toll. Der hat sogar einmal in die ersten 2, 3 Runden oder einmal kurz den Marc Marquez ausbremst und war dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, was wird es gewesen sein, 20 Meter in Führung, weil der Marquez hat natürlich sofort gekontert und ist dann wirklich auf und davon gefahren. Und der Iannone hat dann müssen, weiß ich nicht, so im letzten Renndrittel irgendwann den Maverick Vinales auf der Werks-Yamaha passieren lassen. Und dann ist einfach so gewesen, dass das aufgefadelt war. Vorn der Marc Marquez, zweiter Maverick Vinales, dritter Andrea Iannone und vierter der Dr. Valentino Rossi, der eh ein gutes Rennen gefahren ist, aber halt in Wirklichkeit war er nicht einmal in Schlagdistanz zum Podium. Also wenn er aufs Podium kommen hätte wollen, hätte mir es einer von den ersten drei ausfallen. Und insofern war er sicher nicht zufrieden. Der Doktor, aber das ist halt so gewesen.
Und hinten ist dann gekommen der Dovizioso, der war Fünfter, der hat sich kurz ein bisschen gematcht mit dem Sarko, der Sarko hat sich mit dem Sechsten zufrieden gegeben. Und wer ein tolles Rennen gefahren ist für die Voraussetzungen, war der Pedrosa, der ist Siebter geworden. Und der Pedrosa hat sich nach dem letzten Rennen, das habe ich falsch kommentiert, ich habe gesagt, es hat sich eh keiner verletzt. Nein, der Pedrosa hat sich schon verletzt nach dem Manöver mit dem Sarko. Und ja, der ist operiert worden und ist aber jetzt trotzdem schon im Sattel gesessen und ist auf dieser wirklich welligen, ich glaube sehr schwer und anstrengend zu fahrenden Piste, ist er dann trotzdem Siebter geworden und das war eigentlich eine großartige Leistung, ja. Und dann waren zwei Kunden-Ducatis, der Tito Rabat und der Jake Miller und dann ist gekommen die Aprilia, der Aleix Espargaró. Und der hat, glaube ich, zwei oder drei Runden vor Schluss nach Wien hat er geschnupft, na, den Lorenzo auf der Werks-Ducati. Lorenzo ist Elfter geworden. Also eigentlich eine Tragödie. Und was man jetzt so hört, liebäugelt der Lorenzo eh schon mit einem Sattel von Suzuki, weil das angeblich so ein bisschen sowas ist wie eine Yamaha-Kopie. Und ich meine, bei Ducati, also die Tage, das wird... Wie soll ich, das wird keine Erfolgsgeschichte mehr, glaube ich. Es ist eher so, dass das unpackbar ist. Aber offensichtlich geht es halt einfach nicht. Ja, und dann ist bei mir, ich habe schon auf 1000 PS, habe ich schon also so eine kurze Live-Analyse gemacht. Und da habe ich mich halt ein bisschen auslassen, dass für mich also Ducatis, diese Serien-Ducatis, sind immer wahnsinnig schöne Motorradeln, aber diese Winglets, also diese Verkleidung dort, bei der Desmo Sedici, bei der Rennmaschine, das packe ich nicht. Das ist echt so, dass es nicht bockt, dass ich es optisch wahnsinnig hässlich finde. Das ist mir unerklärlich, wie man sowas bauen kann. Und jetzt weiß ich natürlich, dass es im Rennsport aber nicht darum geht, wie irgendwas ausschaut, sondern wie irgendwas performt. Und außerdem haben doch relativ viele Seher haben eingeschrieben, dass ihnen diese Winglets irrsinnig taugen. Also diese Verkleidung dort, diese ausladende, ja, dann ist eh alles super. Ich selber boxe nicht. Na gut, in der Weltmeister, ja, vielleicht noch ganz kurz KTM, weil die haben jetzt auch schon so ein bisschen so eine Winglet-Verkleidung, die experimentieren auch damit. Da ist dieser Pol Espargaró, der noch immer nicht ganz fit ist, der ist immerhin auf dem 13. Platz gefahren. Und es dürfte aber so sein, zumindest hat das der Mike Leitner im Interview mit der Andrea Schlager gesagt, dass die Spitze einfach in dem MotoGP heuer noch dichter ist als letztes Jahr und das einfach echt nicht einfach ist, dass du in die Punkte fährst. Und so 8 bis 12, na, das ist schon ganz schwer zu erreichen. Und heute sind es halt 13. geworden mit dem Pol Espargaró. Ja, in der Weltmeisterschaft... Das letzte Mal waren ja wirklich, da waren ja die Werksmaschinen eigentlich unter ferner Liefen, kann man fast sagen. Und jetzt ist sowas so, dass der Dovizioso auf der Werks-Ducati mit 46 Punkten führt. Vorn Marc Marquez auf der Repsol Honda, Werks-Honda mit 45 Punkten. Und dritter ist der Maverick Vinales mit 41 Punkten. Also so gesehen ist alles offen, nur... Ich glaube, das wird, wenn nicht irgendwas Dramatisches passiert, was natürlich niemand hofft, und ich hoffe, das hoffen auch die ganz harten Russi-Fans nicht, dass nichts Dramatisches passieren soll, dann wird dieser Marc Marquez das heuer nicht zu halten. Das ist unglaublich. Der ist einfach mit Abstand das schnellste Paket, was derzeit am Markt ist. Der ist einfach wirklich dominant und Inima. Diesen kompletten Durchtrager, den er da beim letzten Rennen gehabt hat, der aber zu einer sensationellen Aufholjagd geführt hat und zu einer irrsinnigen Spannung, den wird er sich wahrscheinlich so schnell nicht mehr leisten. Und ja, insofern, in zwei Wochen, glaube ich, sind sie in Jerez. Ich denke, das wird ein bisschen ein dichteres Rennen werden wie jetzt dort in Texas. Und ja, ich freue mich schon drauf und ich hoffe, es ist ein bisschen spannender, weil ich meine, es ist schon ganz, ganz herrlich, wenn du auf der Couch sitzt und so einen richtig hohen Puls hast und immer fast aufspringen musst. Und heute haben wir das mehr oder weniger
sehr entspannt im Ruhepuls angeschaut. Und das soll es ja nicht sein. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf das nächste Rennen. Danke sehr. Grüß euch. Baba. Ciao.